Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich und Basti, wir sind wieder über einige tolle Sachen gestolpert. Erstmal hatte ich nämlich einfach mal nach Granny gesucht. Im Microsoft Store. Was schon an sich ein großer Fehler ist, ne? Wir haben hier auch noch ein paar Schätzchen. Public Transport Simulator Beta. Die Scheiße haben wir schon mal gemacht. Ach du Scheiße, das Game hat sich evolisiert. Und die dritte Tür ist immer noch sinnlos. Dabei bleibe ich. Man kann ja schon ziemlich viele Schätze finden. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Granny sucht, kommt als erstes Evil Granny City Horror. Mr. Granny Bean. Four Nights at Sanatorium. Scary Lady Granny Bug Neucat. What the fuck? Ey, Junge. Sef macht das alles falsch. Hier findest du die geilen Sachen. Nur hier. Zum Beispiel. Leute, ich fass das nicht mehr. Alter. Evil Nuns Scary Horror. Dann haben wir einmal Five Nights at Granny's Action and Adventure. Klickst du drauf? Musst du 1,49 Euro bezahlen dafür? You will never see Granny the same way again. Die sieht aus wie Shrek, Junge. Little Pooh will soon learn of the mysterious past night. Help Little Pooh survive five nights. Sind bei denen noch alle Sicherungen fest? Ey, das ist doch ein Scherz, oder? Ey, a story that has plagued a family for years. A dark secret kept hidden, but not forgotten. Feels immersed in the Atmosphäre auf Terror. Obwohl, das ist actually leicht creepy, wenn ich ganz ehrlich bin. Warte mal, das ist doch die von Madagaskar. Oh. Warte mal, finde ich das Meme noch? Geil, ich habe jetzt ein riesiges Teil von meinem Tisch mit einer Schere abgemacht. Hol dir doch gleich eine Säge. Alles ist voll mit Splittern. Ja, Basti, das hätte man sich vorher denken können. Aber ich sag dazu nichts mehr. Schmamm. Mr. Granny Bean. Sehr vielversprechend. Evil Granny City Terror. Ist ab 18. Ist das Fortnite? Wie man es von Microsoft auch kennt. Funktioniert der Download-Button nicht. Wir sollen es einfach lassen. Squid Game Granny Mod. Ach, halt einmal. Welcome to Squid Game Granny Mod Scary Game. If you want to have scary time, play Scary Squid Game, Squid Game 2020 now and try the escape. Ach, oh, übrigens, falls Seth mal wieder irgendwie auf einer Suche nach Games ist und vielleicht über mein Video stolpert. Irre. Ach nee, der holt ja seine ganzen Games von Corrupted, da war ja was. Ey, da wird schon wieder ein Schnittaufwand sondergleichen. Wir sind jetzt schon wieder bei 12 Minuten. Requirement of Erich Zann. Willkommen zum schrecklichen Spiel. Okay, nur für mutige und angstfertige Spieler geeignet. Du bist der Protagonist eines gruseligen Überlebensabenteuers und einer furchterregenden Musikschule. Nachdem sie umgezogen sind, stellt sie fest, dass sich ihre Wohnung direkt vor einer verlassenen Musikschule befindet. Meine Tastatur riecht nach Käse. Was soll ich denn zuerst sagen? Evil Nun Scary Horror Game. Ich glaube, das ist am spannendsten. Ich hab das Game nicht mal auf. Ich frag mich, ob ich das Game bewerten kann. Zusätzlich wirft er hier alles voll mit Werbung. Later zu Granny Evil Nun. Basti, mach mal bitte kurz den Weltkrieg aus. Ja, sag mal, Demenz vorbeugen. Das sollten Sie wissen. Das habe ich davon noch nicht gelesen. Demenz vorbeugen. Jetzt drück ich mal Play. Okay, wir haben einmal gruseliges Bild 1, gruseliges Bild 2, Granny, gruseliges Bild 3. Gehen wir noch bis dato gar keinen Sound. Ich erwarte Schlimmes. This mission, you have to find one treasure box and beware. Leute. Das Game hat gar keinen Sound. Excuse me, Monsieur, was ist denn jetzt los? Das Sound ist an und sogar auf 100%. Ich hab's mir sowas von gedacht. Der einzige Sound ist der Jumpscare. Das klingt wie eine Sirene, Junge. Das lädt ja alles nicht. Level complete. Warte mal, im Ernst jetzt? Ey, das ist ja... Das ist so scheiße. Ich hab verloren, während ich gewonnen habe. Die lief noch da rum, während ich gewonnen habe. This mission you have to find... Halt's Maul. Maul. Das Spiel ist nicht mal gruselig, das Spiel ist einfach nur noch traurig. Die Spawn trappt mich. Das ist noch niemals Granny. Das ist Jason. Scary Granny ist auf einmal Jason. Das spawnt er hier vorne, ne? Ja. Jungs, was kann man doch nicht machen? Mach doch sowas nicht. Ist auch nicht spannend, das nervt einfach nur. Guck mal, du gehst daher und auf einmal in deinem Weg spawnen die irgendwie so ein Fass einfach, weil das noch nicht reingeladen hat. Macht nicht mal Spaß, Junge. Gibt's auch hier irgendwie Sound on? Quality High, wir machen auf High. Das macht alles keinen Sinn. Jetzt über irgendwelche Werbung für irgendeine Pisse. Wenn das hier High Quality ist, dann bin ich ein guter YouTuber. Keine Ahnung.
Hier laufen zwei von den Opfers rum. Ich kann hinter dem herlaufen, ohne dass der mich sieht. Nee, das ist ja wirklich bescheuert. So, wieso kann ich es nicht deinstallieren hier? So, den Installationsbutton habe ich noch nicht gefunden. Was ist das für eine Scheiße? Ey, die Leute, die dieses Spiel programmiert haben, müssen Menschen hassen. Ach, das kann ich mir jetzt alles nicht mehr erklären. So, ist ja immer noch da. Fortnite at Sanatorium. Das könnte actually ein gutes sein. Never mind. Es ist ein fucking Point-and-Click-Game. Kann ich hier auch irgendetwas machen? Es kommt gleich safe schon wieder so ein lauter Jumpscare. Da steht auch so ein Fotzkopf. Jetzt steht Samantha da. Samantha! Samantha! Warte mal, wir haben noch nicht mal als Jumpscare-Sound. Das ist so unbelohnt. Ich will das gar nicht weiter zocken. Ich merke das, das wird so ein Horror-Game-Rant-Video. Einfach weil es einfach nur scheiße ist. Terra Yongongs. Freesound.org. Ja, wenn du mir noch sagen würdest, welche Sounds. Ich bin jetzt auch nicht so der schlauste Mensch. Aber ich habe halt auch nichts gehört, ne? Scary Lady Granny Bug Noir Cat. Made with Unity. Manchmal frage ich mich, soll ich YouTuber werden oder nicht? In solchen Momenten denke ich mir dann schon wieder, lohnt sich das, sich diesen geistigen Verfall anzutun. Basti? Ja? Ich stream dir das. Wir gehen rein leicht, weil ich bin ein Opfer. Leichter Spielmodus. Oma und Opa sind sehr langsam. Part 1. Alles klar. Warum hat alles Parts? Casino! Rabatte, 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 Rabatte. Gewinne, 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 gewinne. Warte, kam das gerade von dir? Ich dachte gerade schon, im Hintergrund hätte sich schon eine Tür geöffnet. Ey, stell dir mal vor, während der Werbung läuft das Spiel weiter. Das traue ich denen zu. Im Ernst jetzt? Oh, really jetzt? Granny kommt hier selber nicht mal rein. Das hat mich gerade leicht erschrocken. Kann ich bitte den Schlüssel aus dem Startmenü haben? Ich gehe mal als Geist rein erstmal. So ist das, wenn man Microsoft Store-Spiele spielt. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Ey, du musst dir vorstellen, die bringen das Game auf Microsoft Store raus, was die Leute auf PC spielen. Tastatur geht nicht, du guckst mit der Maus und du bewegst dich mit der Maus. Mhm. Du kannst sie also nicht umgucken, während du läufst. Was zum Fick fährt so ein Scheißprogramm mit? Warte mal, ich probiere mal mit Controller. Wir geben dem Game eine Chance. Ich kann Granny schon wieder rumlaufen. Blöde. Ja, guck, die kommt selber nicht mal rein. Wie hat die das überhaupt hingekriegt, hier abzuschließen? Sag mal. Boah. Die Frage ist halt, geht es noch beschissener? Klicken Sie auf Schranktür, um sich zu verstecken. Exploren wir mal ein bisschen das Haus. Oh, Captain Obvious. Ich glaube, ich brauche einen Sledgehammer. Morning. Ey, das ist doch, das ist... Ich will jetzt gar nicht wissen, was das hier sein soll. Ey, alle, die die Spiele Microsoft Store hochladen, sind alle auf Drogen, Junge. Die sind alle nicht sauber in der Birne. Ich meine, guck dir mal das Tapetenmuster an. Wie realitätsfern muss... Wie realitätsfern muss man sein für so einen Quad? Ernsthaft jetzt? Ich höre sie. Aber ich sehe sie nicht. Überwachungskamera. Oben rechts auf den Totenkopf. Nosferatu! Lang nicht mehr gesehen! Ach du Scheiße! I see you. Jo, ich krieg einen Anfall mit dieser Steuerung. Mit dem Totenkopf kannst du irgendwie auch nichts anfangen. Ich ist ja noch ein Loch in der Decke, dann wäre das ja wirklich kompletter Blip-Off, Junge. Das ist. Oh, das hat ja bitte schön auf den Teller gemacht, Junge. Ich will gar nicht wissen, wenn ich das versamen würde, was da rauskommt. Ist doch schöne Musik, oder? Was haben wir denn noch so? Kameras funktionieren noch nicht mal. Nicht wahr, Nosferatu? Guten Tag, Granny. Ich hier echt vor, Nosferatu mal ein bisschen die Tür zu machen. Ich hatte gerade Panik, dass ich nicht aufgenommen habe. Ich nehme jetzt schon seit 41 fucking Minuten auf. Leute, wir machen jetzt noch ein fucking kleines Spiel. Scary Lady Granny Bug Noir, das hatten wir schon. Evil Granny City Terror. Du gehst in das Spiel rein, direkt Casino-Werbung. Das ist Playtime. Relink. Das glaubst du mir nicht. Das habe ich mir tatsächlich gerade runtergeladen. Da ist mehr Werbung als Spiel. DannyGames.com. Hallo Leute, ist Danny? Yes, sir! Was war das jetzt nochmal? Scary Granny Evil Horror Terror City Scheiß. You are trapped in city. Find and collect 8 keys and get out. It won't be easy as it sounds. City is haunted by evil granny and her puppets. Vielleicht haben wir ja ein einziges gutes Game dabei.
Das ist ein Shooting-Game. Oh, kriegst du einen epileptischen Anfall? Looten. Vielleicht hätte mir mal vorher jemand die Steuerung erklären sollen. The fuck? Erklär mir mal, wie ich hier was nehme. F. Machete! Okay, wir haben eine Machete. Pumpigun. Eine Hitman-Pistole. Eine Machete. Ein Pumpgun. So klingt die Shotgun. Irgendwann reicht's auch nur. Oh, leck aus mir. Ah, nein! Weg, weg, weg! Ich hab gerade aus Versehen eine Bombe geworfen. Aber wo Granny ist, habe ich bisher noch nicht gesehen. Warum brennt hier eigentlich alles? Die Art von Ratten heutzutage. Es ist spielbar, aber es ist halt ultra langweilig. Ich habe gar nichts gedrückt. Oh, deswegen vielleicht. Hä? Excusez-moi, monsieur. Das kann man so nicht veröffentlichen. Sind jetzt hier vielleicht Schlüssel? Die 8 so wichtigen Schlüssel, die ich unbedingt finden muss. Das Spiel läuft, glaube ich, gerade im Hintergrund weiter. Und X-Button gibt's hier nicht. Ist doch nicht wahr. Ich habe schon mal ein Video zum Microsoft Store gemacht, was es da nur für Scheiße gibt. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Wie gesagt, das Spiel ist gerade weitergelaufen. Frage mich nur, kann man in diesem Spiel überhaupt sterben als normal sterbliche Person? Das Konzept ist ja okay, aber es ist halt noch beschissener umgesetzt, als es geht. Also an dieser Stelle breche ich auch mal das Spiel ab, weil das Flackern ist unfassbar unerträglich. Wir haben vor allen Dingen auch 2.30 Uhr. Ich möchte auch irgendwann mal meinen Schlaf noch kriegen, ne? Und deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, ganz gerne liken. Tschüss.